Ich habe eine klassische Ausbildung. Ne? Ich habe in Bolivien Kunstpädagogik bzw. bildende Kunst studiert. Habe ich da meine ganzen Techniken erlernt, mit Umgang mit Aquarell, Öl, Skulptur. Eher, ich muss erleben, ich sehe. Und wenn ich eine Begegnung habe mit jemandem oder mit Personen oder Natur, wichtig ist, dass ich das gesehen habe. Das prägt sich im Auge und dann später, ein Tag oder eine Woche später, das kommt wieder. Erstaunlich, ganz interessant. Das, aber es ist nur im Kopf. Ich ist der Fotograf, die Kamera ist im Auge. Diese Landschaft kann man auch hier sehen eigentlich. Sind alle Elemente von hier, wenn man rausgeht und dann. Nur die Berge nicht. Das ist noch nördlicher in Norwegen. Die Eindrücke von Norwegen. So sollte man ja, also die Erzählung nochmal erleben, so hinein in diese Welt. Das ist die Tor sozusagen. Und da lädt uns ein. Und er begleitet uns auch, dieser Vogel hier. Und ich glaube, das ist für mich eine, auch eine poetische Art, sich in diese Welt sich zu verlieren. Da möchte ich auch mich, da will ich auch mich immer wieder verlieren. Nicht verlieren, sondern vielleicht auch erleben. Noch weit entdecken hier dahin. Das ist eine schöne Einladung, finde ich. Außerdem ist es eine spezielle Biene. Wenn man sieht ja ganz genau. Aber die Pose sind so von, weiß nicht, von der Kapilla Sixtine oder so. Ja, das kann man wegmachen und dann kann man da lassen. Ja, ich arbeite oft immer mit solchen Symbolen, auch dass sie hörte dazu, zu dieser Entwicklung. Und es begleitet mich auch mein ganzes Leben, diese Art Sprache. Und mische ich immer in den Geschichten. Das sind auch aus dem Studienzeit. Ja. Eine Menge Geschichten. Also hier sehe ich den Space, ne? So wie die Situation draußen ist. Und dann beginnt also der Computer auf und dann kann man arbeiten. Dann ist es intensiv. Ein Kaffee trinken oder so oder dann auch weitermalen hier auf der Seite. Das ist dann. Also man braucht ja nicht so viel eigentlich. Aber man braucht eigentlich ein kleines, einen Raum mindestens. Und dann kann man mal. Das begleitet auch immer. Moment. Total. Von Käthe Kollwitz.